Hallo, hier ist Marcel Possert vom Neil Young Fanclub Germany. Wir stehen vor dem Haus der Vereine in Südlohn und heute Abend ist der Tag der Tage, und zwar wie im letzten Jahr, Ad van der Veen und The O'Neills in unserem schönen Dorf. Mitgebracht haben sie eine Gruppe aus Holland, nämlich die Femke. Und ich habe hier Hannes, eines der Mitglieder der Organisation. Bernie kommt auch gerade vorbei. Hallo Bernie, ich grüße dich. Stimmungen werden eingefangen. Und ich wollte mal fragen, Leute, was erwartet ihr von diesem schönen Konzert? Bernie, sprich du mal. Ja, ich hoffe, dass das ein wunderbares Konzert wird und dass ich ein paar Leute treffe, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Bernie, ich hoffe es genau mit dir. Hannes, ihr habt viel Arbeit investiert und wie im letzten Jahr ist das Equipment vom Sound her wunderbar. Wo kriegt ihr eigentlich diese hervorragende Technik her? Ja, wir haben einen super Vertrag mit X-Art. Da haben wir letztes Jahr schon einen super Erfolg mit gehabt. Und die Jungs haben sich dieses Jahr sogar noch ein bisschen gesteigert. Die haben gesagt, wenn wir das vorher gewusst hätten, im letzten Jahr, was für eine Band da spielt, hätten wir letztes Jahr schon das tolle Equipment drauf gehabt. Und Ingo hat uns diesmal versprochen, diesmal kriegt ihr das komplette Superprogramm. Also alles, was sie da haben, das an beste Material, was sie zur Verfügung haben, steht heute Abend auf der Bühne. Ich war ja beim Soundcheck um 18 Uhr schon mit dabei und muss sagen, es klang hervorragend. Und ihr habt euch eine neue Technik ausgedacht, und zwar als kleine Insider-Info, es läuft doch eine Fernsehkamera. Ja, wir haben dieses Jahr, das habe ich mit den Bands abgesprochen, wir werden dieses Jahr einen Konzertfilm drehen. Und es wird auch ein Audio-Mitschnitt laufen. Das heißt also, ich habe mit den Bands, und die sind einverstanden, dass wir dies höchstwahrscheinlich auch irgendwann veröffentlichen werden. Also wir hoffen, dass das heute Abend richtig toll wird, und zum Schluss haben wir auch eine Session. Das heißt, wir erwarten noch Gastmusiker aus Oberhausen von den Seething Floors. Da haben sich zwei Gitarristen noch angesagt und die werden dann nachher zum Schluss mit 10, 12 Musikern eine Stunde Jam-Session à la Neil Young machen. Die Titel werde ich jetzt noch nicht verraten, aber diese Jam-Session wird ungefähr eine Stunde lang dauern. Sind wir gespannt. Wie gesagt, das ist der Anfang unserer Podcast-Reportage über diesen Neil Young-Abend in Südlohn. Hannes, Bernie, danke und seid gespannt auf weitere Interviews. Guten Tag, Marcel Possert. Ich stehe hier gerade vor dem Haus der Vereine in Südlohn. Gleich beginnt das Konzert von Femke und halt Ad van der Veen und den O'Neills. Ich habe einen Besucher da aus Essen. Peter kommt auch vorbei. Peter, ich grüße dich, ich komme gleich zu dir. Und ich bin nämlich jetzt hier zu Oliver, ein Gast aus Essen, und wollte ihn fragen, wie er zu Neil Young und zu dieser Veranstaltung gekommen ist. Oliver, bitte. Ich habe das Buch von Navid Kermani gelesen letztes Jahr. Wie hieß das nochmal? Nein, das Buch der von Neil Young Getöteten. Yes, und dann dachte ich mir, wenn einer so cool schreiben kann, dass er vielleicht auch die richtige Musik hört. Und dann habe ich mir mal die ein oder andere Platte besorgt. Und nun ja, aber da war noch nicht so viel. Danach bin ich dann jetzt müsste ich irgendwie machen einen Break. Angesichts der Nee, das geht nicht. Wieso spreche ich ja? Da gibt's, geht. Natürlich gibt's da jetzt Bands, wenn man ein Buch liest, die haben nur 4 Platten rausgebracht, wie Oasis oder 5 wie Smith und zu der Zeit damals. Und na, das ist auch alles blöd. Jetzt. Aber Neil Young hat 30, 40 Platten und sich darüber einen Überblick zu beschaffen, ist ziemlich schwierig. Eh nicht so viel Geld und ich muss mir jetzt nicht, ich möchte nur die, ich wollte, na nochmal, nee, mach mal schon. Marcel Possert vom Fanclub Neil Young in Germany. Wir stehen vor dem Vereinshaus und ich habe hier einen Besucher aus Essen, und zwar ist es der Oliver, der mir gerade erzählt hat, dass er halt über ein Buch, welches Buch war das nochmal, Oliver? Navid Kermani, die von das Buch der von Neil Young Getöteten auf die Musik von Neil Young kam, sich übers Internet schlau machte und übers Internet zu diesem Fanclub stoß. Nun steht er hier und ich frage mal kurz, welche Erwartungen hast du an dieses Konzert, Oliver?
Oh, da dachte ich eigentlich, dass Art van der Velden nur Neil Young-Stücke covern, und jetzt hörte ich gerade, dass sie nur mehrere oder drei, vier Stücke covern und sonst eigene Stücke spielten. Naja, bin mal gespannt. Vielleicht sind sie ja wirklich sehr gut, wie man mir sagt, und dann passt das schon. Oliver, ich kann dich versichern, ich war im letzten Jahr dabei, hier als Staff-Member, und Ad van der Veen hat dann mehr als 3 Stunden gespielt, und auch die eigenen Stücke klingen like Neil Young, und ich hoffe, dass du einen schönen Abend haben wirst. Oliver? Danke. Zwei Fragen, Husmann. Marcel Possert vom Neil Young Fanclub Germany hier beim Gemeindehaus in Südlohn. Und ich habe einen alten Fan hier, der zu den Gründungsmitgliedern gehört, nämlich Wolfgang aus Stadtlohn. Wolfgang, seit wann bist du eigentlich dabei bei der Gruppe hier? Seit 2 Jahren. Und wie bist du dazu gekommen? Durch meinen Bruder Hansi. Und hast du immer schon gerne die Musik von Neil Young gehört? Eigentlich habe ich seit 20 Jahren, ja. Seit 20 Jahren hörst du schon die Musik von Neil Young, da bist du ja einer von den ganz alten Fahrensleuten, kann man nicht anders sagen. Ne? Und was erwartest du dir von dem heutigen Abend? Ad van der Veen, glaubt, den hast du im letzten Jahr auch schon gehört. Dass sie gut in Stimmung kommen, gute Musik hören, und Ad van der Veen ist ein Meister seines Fachs. Da muss ich leider recht geben. Danke für das Interview. Wolfgang, ciao. Guten Tag, hier ist Marcel Postert für den Neil Young Fanclub aus Germany, und zwar sind wir im Haus der Vereine in Südlohn. Es regnet stark, das Höhenfeuerwerk will einfach nicht losgehen. Ich bin mit 2 ehrenamtlichen Frauen hier vor dem Haus. Es regnet ganz lustig. Wir stehen unter einem Vordach, und ich wollte die beiden Frauen, Mutter und Tochter, gerne mal fragen, was sie bewegt hat, diesen Job überhaupt anzunehmen. Und erstmal, wie heißt ihr eigentlich? Also, ich bin die Elke. Und ich bin Bianca. Und warum habt ihr diese heikle Aufgabe gegen Leute aufgenommen, die rein wollen, nicht zahlen wollen? Ich habe da schon einiges gesehen. Warum habt ihr diese Aufgabe eigentlich angenommen? Zum einen, weil wir die Musik von Ad van der Veen ganz klasse finden, und ich weiß, dass im letzten Jahr in Südlun die Fete total super war. Und meine Tochter konnte ich dazu animieren, trotz ihres jungen Alters von 17 Jahren, dass sie mitkommt. Hammerhart. Mit 17 Jahren und Ad van der Veen. War es nur die Überzeugungskraft der Mutter, oder hast du auch ein bisschen Spaß an dieser Musik? Ja, vielleicht. Also ich habe jetzt noch nicht so viel mitgekriegt. Also ich sitze ja nur an der Kasse. Und ja, eigentlich hatte ich heute Abend nichts zu tun, und da habe ich einfach mal gedacht, komme ich mal mit. Ich finde es klasse, dass du dich sozial engagierst, und ich hoffe doch stark, dass du an der Kasse gleich abgelöst wirst, wenn Ad van der Veen seinen Auftritt hat, weil ich kann euch versichern, im letzten Jahr war ich dabei, war dann halt Kellner in der Hurricane Bar, konnte Ad van der Veen mit meinem Freund Hans-Georg gar nicht sehen, aber konnte ihn wenigstens hören. Und die Geschichte, dieses Interview geht weiter, und bis dahin, tschüss.
wilderness, down by the water under the bridge.
Marcel wieder mit seiner Reportage von dem Ad van der Feenabend in Südlohn. Draußen regnet es immer noch und ich stehe draußen mit demjenigen, der mit seiner Firma hier Licht und Ton herbeigebracht hat. Und ich möchte ihn kurz vorstellen. Bitteschön. Ja, ich bin Matthias Fürstenau. Meine Firma ist Ton- und Lichtservice aus Coesfeld und ich finde es mal ganz gut, hier auch mal außerhalb von Coesfeld zu arbeiten. Ich habe mitbekommen beim Einrichten der Anlage, dass Ad van der Feen natürlich ein recht rigoroser Künstler ist, der natürlich dich richtig herausgefordert hat. Wie hast du das gesehen? Ich habe das genauso gesehen. Es sind total tolle Musiker und da freut man sich, wenn man sowas mal machen darf und nicht immer irgendwelches Hip-Hop-Gelumpe, sondern mal richtige Musik auf der Bühne hat, dann lasse ich mich auch gerne herausfordern. Ich habe gesehen, du hast dein Letztes gegeben und zwar nicht nur die Monitore, sondern auch dann die Mikros und so weiter. Da hast du natürlich dann schon auch einige Meilen gelaufen von der Bühne bis nach oben. Nicht normal, aber Ad war total zufrieden mit dir und jetzt haben wir schon eine Stunde des Konzertes hinter uns. Wie findest du deine Arbeit eigentlich? Also ich finde meine Arbeit eigentlich immer gut, muss ich sagen. Und wenn die Musiker nach dem Sound oder nach dem Job immer runterkommen und sagen, schönen Dank, dann denke ich, war es auch gut. Ich glaube, Musik steht, weil ich kenne ja Ad van der Feen schon ein bisschen länger und er spielt ja auch auf Bühnen, die ein bisschen kleiner sind als hier, respektive er hat nicht das Equipment, wie vom Kollegen hier. Musik steht und fällt mit Technik. Wie siehst du das? Auf alle Fälle. In so einem Saal wie diesem dürfte man auch nicht mit weniger Technik auflaufen. Das ist ein Minimum hier. Und wenn es kleiner wird, dann würde ich die Technik ganz weglassen, dass alle Akustik spielen und nur eine kleine Gesangsanlage. Dann sag doch bitte mal schön, was du an Technik hier rangefahren hast mit deiner Firma. Also rangefahren habe ich vom Ton, die Lautsprecheranlage macht 2x1500 Watt. Die Monitore jeweils 600. Das Mischpult ist ein digitales Mischpult, um die ganzen Bands abzuspeichern, weil wir haben ja zwei Stück hier, da muss man nicht immer so viel drehen so zwischen den Bands. Da drückt man auf den Knopf und dann hat man's. Ja, und das war's eigentlich schon. Die Anlage ist natürlich von JBL, so wie sich das gehört. Und ja, das war's. Ich glaube, wir sind hier gut bei dir aufgehoben und wir hoffen, dass du nächstes Jahr uns wieder hier beschallen wirst. Bis dahin, tschüss.
Hallo, und wieder ist Marcel, dabei, draußen im Regen, im strömenden Regen, am 20. Mai in Südlohn, im Haus der Vereine. Ad van der Veen spielt, und ich habe hier einen Kollegen, der sich auch für Neil Young interessiert, aber nicht nur. Und er kommt aus dem schönen Nordhorn, wo das Wetter wahrscheinlich auch nicht besser ist. Stell dich bitte mal kurz vor. Ich bin der Hans-Jürgen aus Nordhorn. Bin auch Mitglied im Neil Young Fanclub, so viel ich das weiß. Hast du deine Batterie bezahlt? Ja, immer pünktlich überwiesen. Ja, ich ja nicht. Ja gut, da leben wir mit. Was hat dich hingeführt? Ad van der Veen. Warst du letztes Jahr schon dabei? Ja. Auch. Und wie findest du das Konzert vom letzten Jahr zu diesem Jahr? Kann ich gar nicht einordnen eigentlich, vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Weil letztes Jahr habe ich ihn zum ersten Mal gehört, dieses Jahr höre ich ihn zum zweiten Mal. Ist ja eine Vorgruppe, letztes Jahr keine Vorgruppe. Es ist, wie soll ich sagen? Also ich finde, dass Ad van der Veen dieses Jahr mehr die längeren Stücke favorisiert, ne? Und mehr eigene Sachen bringt. Was meinst du dazu? Ja, denke ich auch. Aber so schwierig einzuordnen, diese ganzen Geschichten mit den längeren, dingeren Sachen oder. Ja, jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen. Ja, du hast recht. Wir beide stehen hier jetzt ganz friedlich vor dem Eingang. Es regnet hier dermaßen. Ich halte das Mikro einfach mal in den Regen, damit die Fans von Neil Young und vom Neil Young mitkriegen, wie stark es regnet. Oh, Moment. Das für das Thema Atmosphäre. Und wir beide schauen noch ein wenig verträumt zu seinem. Du bist mit einem Wohnwagen hier. Und er hat natürlich Chance, weil ich muss mit dem Fahrrad nach Öding, was nicht ganz so schön ist. Das zum Thema Atmosphäre, und weiter zur nächsten Reportage, und danke, Richtung Nordhorn. Marcel Postert vom Neil Young Fan Club in Germany, und es regnet immer noch, wie schon in den letzten paar Stunden. Be the rain! Wir sind halt hier immer noch beim Ad van der Veen Konzert, und wir finden es ganz toll. Und ich habe hier zwei nette Leute, und zwar einmal den Hansi und einmal den André. Den André. Und ich wollte mal kurz fragen, Hansi, wie bist du eigentlich auf Ad van der Veen gekommen? Weil im letzten Jahr war ich ja auch schon hier, und wie gesagt, den Tonmeister habe ich schon interviewt. Der war ja auch richtig spitze. Letztes Jahr war es eine andere Band, die halt dabei war. Scheiße. Nee, pass auf, Hansi. So, jetzt stehen wir beide draußen. Hansi raucht sich gerade eine und von... Eine Zigarette. Und von Oberhausen kommt halt... Der André. Von der Band... Seething Floors. Wir sind alle total gespannt drauf. Und Hansi, ich glaube, es gibt einen Gig heute Abend, oder? Ich hoffe, dass du zu einer geilen Session kommt. Ad van der Veen, Dio Nils, Rimmel Muse und Femke und André von den Seething Floors. Ich glaube, wir können gespannt sein. Hansi, wie schaut's aus mit dem Bootleg? Ein bisschen mitschneiden? Sind die Jungs aus Oberhausen vielleicht bereit dazu? Ich bin nur dagegen. Blitzlicht stört mich ungemein beim Spielen. Ja, Blitzlicht ist okay, aber so ein bisschen Musik mitschneiden ist eine andere Sache. Wir gehen mal rechte ein. Ja, war nur ein Scherz. Bei uns kannst du Platten kaufen von Neil Young zum günstigen Kurs. So, hast du nicht Harvest gekauft? Aber selbstverständlich, ich hab gekauft, brauche ich nicht mehr kaufen. Ja doch, ich habe letztens eine DDR-Pressung gekauft. Man muss sich mal vorstellen, Harvest ist 1972 erschienen. Und die Sozialistische Deutsche Demokratische Republik hat es geschafft, dann bis 1989 diese Platte unter ihrem Label, wie hieß es damals noch, Amiga, zu veröffentlichen. Finde ich eine spannende Geschichte, und bis dahin frieren wir alle drei. Momentaufnahmen von der Bar, Ulla,
Urlaub, wenn er war.